Ja, also ich bin von Helptes, wurde gerade schon angekündigt. Ich werde gleich noch ein bisschen was sagen. Vielleicht, Nathalie, dass du dich kurz vorstellst, weil ich dann ein bisschen mehr sage. Nathalie Krieger übrigens von dem Verein Nestwärme, ein Sozialunternehmen, das in Trier gegründet wurde und mittlerweile an 10 deutschen Standorten existiert. Und wir haben eine Kooperation mit Helptes. Ich steige dann gleich kurz mit ein paar Details zu unserem Zusammenhang ein. Okay. Erst ein paar Worte vielleicht zu mir. Ja, ich bin Sozialunternehmer und ich bin unheimlich froh und ich fühle mich hier unheimlich wohl, hier zu sein. Also diese Veranstaltung, die ja, bringt genau das zusammen, was ich alltäglich mache. Ich bringe als Sozialunternehmer Soziales und Unternehmertum zusammen und eben auch Technologie. Was genau, zeige ich gleich noch. Das, was ich jetzt hier anhabe, zeigt auch so ein bisschen etwas über mich selber. Also zum einen der Anzug. Ich bin Mitglied im Bundesverband bürgerschaftlichen Engagements. Der Hoodie, ja, ich bin Nerd und Mitglied auch vom Chaos Computer Club. Und das T-Shirt, da steht Changemaker drauf. Das ist von dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschlands. Und da sieht man, wie das alles zusammenläuft für mich hier. Aber dass ich hier stehe, ist eigentlich total unwahrscheinlich. Denn bevor ich Unternehmer wurde, war ich Chipentwickler und ich hatte nie vor, Unternehmer zu werden. Und dass ich Chipentwickler geworden bin, das war eigentlich auch total unwahrscheinlich. Also ich brauchte da schon für meinen Weg so ein Herz aus Gold, und zwar das, was ihr vielleicht kennt aus Per Anhalter durch die Galaxie. Nämlich eine totale Unwahrscheinlichkeit und eine Hilfe, um dann eben zu verrückten Orten zu bekommen. Denn wie ich Chipentwickler geworden bin, klar, durch ein Studium und durch Abitur, aber meine Grundschullehrerin sagte eigentlich, der Junge geht auf die Sonderschule. Und ich bin dann auf die Hauptschule gegangen. Meine Eltern meinten nämlich, der Junge ist nicht dumm. Und der Weg hierhin, wie habe ich den gemacht? Einfach machen. Wobei das einfach, will ich direkt durchstreichen, weil einfach war das nicht. Aber das, was ich jetzt präsentiere, das macht es einfach, etwas zu machen, nämlich für jeden von euch. Es macht es einfach, etwas zu machen für jeden von euch durch Crowdmoving. Was machen wir? Wir bauen Brücken zwischen Technologie und Soziales. Und wir machen das, um viele Menschen zu aktivieren, zu bewegen. Ich möchte dazu eine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte von Margit. Margit wollte sich engagieren, sie hat sich aber nicht getraut zu fragen, obwohl sie genau wusste, welcher Verein, und den hat sie auch auf Facebook gefolgt, aber sie traute sich nicht zu fragen, hallo, wie kann ich helfen? Warum? Weil das, weil sie befürchtete, dass das, was zurückkommt, etwas ist, was sie nicht kann oder nicht will. Und dann hätte sie wieder Nein sagen müssen. Und Margit ist dann über Social Media zu einem Post gekommen, zu einem Crowdmoving-Projekt. Da hat also jemand geschrieben, hey, wir haben in dem Verein etwas vor. Und sie hat auf dieses Projekt geklickt oder auf diesen Link und ist zu einem Projekt gekommen. Und in diesem Projekt war beschrieben, was der Verein vorhat. Und es waren einzelne Aufgaben gelistet. Und mit einem Klick hat sie die Aufgabe eines Infostands übernommen. Und sie wurde dann so herzlich in diesen Verein aufgenommen, dass sie mittlerweile diejenige ist, die alle Ehrenamtliche in diesem Verein koordiniert. Das hätte sie sich nicht vorher vorstellen können. Das war ein kleiner Schritt und dann einfach ja, Teil von etwas zu sein. Und das ermöglichen wir mit Crowdmoving. Crowdmoving bedeutet also, dass eine Geschichte erzählt wird von Heldinnen und Helden, und diese Geschichten werden gerne geteilt, weil die Leute, die dort mitmachen,
teilen das gerne, aber auch Leute, die sagen, hey, das, was da gemacht wird, möchte ich, dass das umgesetzt wird. Ist Crowdmoving jetzt eben eine neue Plattform und braucht es dafür eine Plattform? Nein, wir glauben, eine Plattform löst dieses Problem nicht. Es gibt schon ganz viele Plattformen und wir haben die zusammengestellt unter helptiers.net/plattformen. Viele Engagementsplattformen, die Menschen aktivieren wollen. Wir gehen da einen etwas anderen Weg. Und zwar denken wir, dass Engagement halt sehr vielfältig ist, dass die Menschen sehr unterschiedlich sind und auch die Gruppierungen und dass jeder auch anders angesprochen wird. Und deswegen bieten wir den Vereinen Plattformen als Service an. Was wir damit machen ist, wir bauen ein Netzwerk von Plattformen auf. Und dieses Netzwerk von Plattformen bedeutet eben auch, dass wir jede Plattform sozusagen schlüsselfertig geben. Das heißt, die Organisation braucht kein technisches Know-how für die Administration, für die Erstellung, sondern wir gehen mit denen in die Kommunikation und sagen, was braucht ihr, um das zu realisieren? Und ja, so ist zum Beispiel eine Plattform entstanden, die von Nestwärme, und die haben dadurch eine eigene Community, die sie aufbauen. Und vielleicht noch als interessante Gedanke dabei, bevor ich jetzt zu Nathalie übergebe, ist, dass die Erweiterungen, die wir zum Beispiel für Nestwärme gemacht haben, dass sie auch allen anderen Organisationen zur Verfügung stehen. Und alle weiteren Entwicklungen, die wir für andere Organisationen machen, die bekommen auch die vorherigen Organisationen wieder. Das heißt, es entsteht, wie ich sagte, ein Netzwerk von Plattformen, die gemeinsam wachsen und die alle das Ziel haben, Engagement nach vorne zu bringen. Aber in unterschiedlichen Communities. Und dazu sagt jetzt die Natalie ein bisschen. Ja, ich sag was zu der Plattform meinenestwärme.de, die wir von Helptiers als White-Label-Lösung bekommen haben. Aber bevor ich damit anfange, muss ich erst was zum Nestwärme e.V. Deutschland sagen. Wie ich eben schon sagte, ein Sozialunternehmen, das in Trier vor fast 20 Jahren gegründet wurde. Ob es damals den Begriff Social Business so schon gab, weiß ich gar nicht. Eingetragener Verein, aber heute mit dem Sitz in Trier für vielfältige Dinge in der Gesellschaft zuständig, kümmern sich dort vor Ort ganz konkret mit einem inklusiven Kinderkrippe, einem Kinderpflegedienst und einem ambulanten Kinderhospiz, um Familien, die ein krankes oder schwer behindertes Kind in der Familie haben und auf Unterstützung angewiesen sind, in den eben genannten Formen über Pflegedienste oder auch möglicherweise über einen Hospizdienst, da das Kind lebensverkürzend erkrankt ist. Das ist im Hauptsitz Trier der Fall. Mittlerweile gibt es aber 10 ehrenamtliche Standorte in ganz Deutschland, Hamburg, Nürnberg, München seien hier genannt, einige in Köln, Bonn und auch in Frankfurt und eben den Standort in Berlin, an dem ich tätig bin als Teamleitung, Projektleitung hier für die Hauptstadt, einerseits für Aufgaben, die auch mit der Zentrale zu tun haben und ganz konkret für den Aufbau des Standortes hier in Berlin. Wir sind aktuell ca. 15 feste Ehrenamtliche, auch ich bin ehrenamtlich tätig, die sich um die Entwicklungen hier am Standort kümmern. Und was wir machen, ist ganz konkrete Hilfe in die Familien zu bringen über Zeitgeschenke. Das heißt, wir suchen Ehrenamtliche, die sich mit einigen Stunden pro Woche oder im Monat engagieren, in die Familien gehen, dort zum Beispiel auf das Kind aufpassen, das krank ist, oder auch auf ein Geschwisterkind aufpassen, beziehungsweise mit dem auch mal was unternehmen, da doch der Fokus der Eltern sehr stark auf dem kranken oder behinderten Kind liegt. Ja, und bisher war das eigentlich, wie du eben so schön gesagt hast, eine sehr analoge Angelegenheit und eine sehr langwierige Angelegenheit oft, wenn sich ein Ehrenamtlicher bei uns gemeldet hat und sich engagieren wollte in einer Familie. Das ging entweder direkt über unsere Webseite als Kontaktaufnahme mittels eines Fragebogens oder auch über eine Freiwilligenagentur, die einige von euch vielleicht kennen. Die gibt es in jeder Stadt. Hier in Berlin gibt es fast in jedem Bezirk eine, wo man dann über eine Datenbank oder eine Kartei sich das geeignete Projekt für sein Ehrenamt raussuchen kann. Ein sehr
aufwendiger, langwieriger Prozess, so Schritt für Schritt mit persönlichen Kontakten und Gesprächen. Und als wir Georg trafen, beziehungsweise unsere Gründerin Georg traf und sie über Helptiers sprachen und die Möglichkeit, da eine eigene Plattform zu kriegen, die ähnlich funktioniert oder die auch so funktioniert, wie Helptiers aufgebaut ist, das war eigentlich die Lösung, die wir brauchten. Meine Nestwärme.de, wie ich schon eben sagte, ist eine ganz einfache Engagementplattform, konkret für unseren Verein, wo sich die Familien zum einen registrieren können, um ihre Hilfegesuche einzustellen, ganz praktische, wie zum Beispiel Hilfe beim Umzug, Hilfe bei der Renovierung, Hilfe mit Anträgen an die Versicherung, Hilfe mit Computer und ähnlichen Sachen, für die oft in diesem Alltag keine Zeit ist, in dem sich die Familien um ihr Kind kümmern müssen. Es können sich auf der anderen Seite Ehrenamtliche da registrieren, mit Fähigkeiten, mit Wissen, mit Kompetenzen, können ein Projekt einstellen, ganz praktische Lösungen wie ich kann Möbel aufbauen oder ich kann irgendwie den Garten mal umkrempeln, wenn dafür der Vater keine Zeit findet oder die Mutter auch keine Zeit findet für Yogakurs, dann kann zum Beispiel in der Zeit, wo das stattfindet, auch der Ehrenamtliche sich mit einem Projekt in der Familie einbringen. Das ist eine sehr, sehr einfache Angelegenheit. Auf der Webseite meine-nestwärme.de gibt es dazu auch ein Erklärvideo, also einfacher könnte es gar nicht sein. Hier sieht man mal ein Beispiel. Jemand hat sich für ein Projekt angemeldet und hilft nun der Familie beim Aufbau des neuen Kinderbettes und währenddessen können sich dann die Eltern um andere Dinge kümmern. Das ist für uns eine wunderbare Lösung, weil wir einerseits personell da auch entlastet sind, unsere Zeit in der Vermittlung nicht verwendet wird, sondern vielmehr in der Bekanntmachung unseres Vereines. Wir können viel mehr Netzwerken und mehr Familien erreichen, die vielleicht nicht so oft im Internet unterwegs sind, indem wir darauf aufmerksam machen in Kinderarztpraxen oder in Kindertagesstätten. Insofern haben wir da viel Zeit gespart und auch viel Personal, dass wir nicht ehrenamtlich hier einbringen müssen. Und was ganz, ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist auch der grundlegende Gedanke mit dem Beispiel, das Georg eben brachte, die Ehrenamtlichen müssen nicht sich trauen, jemanden erstmal persönlich anzusprechen oder irgendwo hingehen und dort ein Formular ausfüllen. Die können ganz einfach mit ein paar Klicks auf der Webseite gucken, was gibt es zu tun und wie kann ich mich engagieren. Und das Erfolgserlebnis eines persönlichen Engagements im ehrenamtlichen Kontext ist dann auch viel schneller da und man hat viel mehr Lust, noch öfter das zu machen. Je mehr Projekte auf der Plattform eingestellt werden, desto mehr Leben haben wir dann auch bei Nestwärme. Ich möchte dazu vielleicht noch eine Geschichte erzählen, um das besser auch, warum so eine Plattform für eine eigene Community. Auf meine-nestwärme.de ist momentan ein Projekt von Finn. Das ist jemand, der ist handwerklich begabt. Und der hat angeboten, ich würde gerne Eltern mit behinderten oder kranken Kindern helfen. Ich kann handwerklich etwas bauen, ich kann etwas machen. Diese Person hätte nie auf einer allgemeinen Engagementsplattform so ein Angebot reingestellt, weil er sie natürlich dieses Angebot nicht jedem geben möchte. Aber er möchte dieses Angebot eben genau diesen Eltern mit den behinderten Kindern geben, weil er dazu einen Bezug hat. Und vielleicht habt ihr einen Bezug zu anderen Communities im Bereich Umwelt oder auch Kinder, aber anders. Also jeder hat irgendwo einen Bezug. Und deswegen denken wir, ist das unheimlich eine Möglichkeit dafür. Vielleicht nochmal ein paar Zahlen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ein Drittel der Deutschen sagen, mehrere Statistiken engagieren sich. Ein weiteres Drittel sagt, sie würden sich gerne engagieren, tun es nicht, warum auch immer. Das kann man halt nicht genau sagen, aber ich denke, eines dieser Punkte ist halt auch die Hemmschwelle zum Engagement, die wir halt senken. Und wir reden über 600.000 Organisationen, die gemeinnützig sind in Deutschland. Auch nochmal, um klarzumachen, was wir nicht sind. Wir ersetzen nicht die Webseite. Nestwärme hat auch eine eigene Webseite, wo sie informieren. Wir ersetzen auch nicht die Kommunikation über E-Mail oder Kurznachrichten. Wir nutzen Social Media, um zu so einem Projekt zu leiten. Aber das, was man dort macht, ist eben dann eine Aufgabe zu übernehmen oder ein Angebot anzunehmen.
Und das ist der erste Schritt. Auf Helptiers.net ist das wiederum auch kostenlos für jeden nutzbar. Helptiers.net ist sozusagen eine allgemeine Plattform, aber das ist jetzt nicht so unser Ziel, jetzt diese Plattform nach vorne zu bringen, sondern eben viele kleine Plattformen. Aber dort kann jeder, und ich nutze es zum Beispiel, in der Schule habe ich schon mal genutzt von meinem Sohn, um da eine Planung zu machen, und zwar für eine Aktion, und da brauchten wir Kuchen und Aufbau und Abbau, und dann habe ich so ein Projekt erstellt, das habe ich dann versteckt, das war dann nicht öffentlich sichtbar, habe aber den Link rumgeschickt, und so haben sich alle eingetragen und so wurde das dann erledigt. Also so kann jeder das kostenlos auch nutzen. Was wir wirklich wollen, ist eben eine Plattform für eure Gemeinde, für eure Stadt, für eure Organisation, für euren Verein zu machen, also für eure Community. Und wir haben das für Nestwärme gemacht, wir sind gerade dabei, das für die Kindernothilfe zu machen. Die Geschichte, die ich von Margit erzählt habe, der Kass e.V., der nutzt öfter unsere allgemeine Plattform. Und wir machen das alles, um wirklich etwas zu bewegen. Und wir arbeiten eben mit den sozialen Organisationen zusammen, um gemeinsam mit dem etwas zu bewegen. Weil wir glauben, dass wir gemeinsam die Welt bewegen können. Und das geht mit Partnerschaft. Denn auf der einen Seite hat man die Bürger, die sich fragen so, ja, was kann ich schon machen? Und auf der anderen Seite hat man die Organisation, die sich fragen so, ja, wie organisieren wir das alles? Wie machen wir das? Wie finden wir Unterstützer? Und wie das funktioniert, wie man Unterstützer bekommt, das zeigen wir eben auch in Workshops und in Beratung dann direkt bei den Organisationen. Und wir planen eben auch einen Online-Kurs dort, und es gibt auch ein E-Book, was dort steht. Da ist das beschrieben, wie denn die Menschen dann auf die jeweilige Plattform kommen. Hier ganz einfach an dem Bild sieht man, das sind Fremde, dann gibt es unterschiedliche Kanäle, und über die bringen wir die näher zu den Organisationen. Vielleicht noch zum Schluss. Wie finanzieren wir uns? Wir finanzieren uns durch den Software as a Service, durch die Weiterentwicklung, die wir als Auftrag bekommen von den Organisationen, und durch die Beratung. Einige Organisationen sagen vielleicht auch, wir wissen auch nicht, ob wir uns das leisten können. Was wir auch schon gemacht haben, ist eben Unternehmen und soziale Organisationen zusammenzubringen. Und die Unternehmen nutzen so eine Plattform eben, weil sie haben dadurch sichtbar und messbar das Engagement und damit auch die Wirkung, und das Ganze auch noch skalierbar, weil immer mehr Projekte und immer mehr Nutzer kommen. Aber die Unternehmen haben ein festes Corporate Social Responsibility Aktivität, mit der sie das finanziell unterstützen und teilweise dann eben auch gegebenenfalls auch noch Corporate Volunteering machen, weil das Ganze ja sehr projektbasiert ist. Ich weiß nicht, wie wir mit der Zeit liegen. Ja, wir. Ja. Wir hatten es durchaus noch Fragen. ja. Fragen bitte in das Mikrofon stellen. Ja. Nur ganz kurz, diese ganzen 600.000 Organisationen und so weiter, die es gibt. Meine erste Frage war jetzt, die mir gekommen ist, sind das jetzt nur völlig vereinzelte kleine Plattformen, die untereinander nicht kommunizieren können, oder gibt es da eine Schnittstelle, wo die auch untereinander kommunizieren können, weil das wäre sonst, finde ich, langfristig witzlos, ja. Zumal Netzwerke, ekelhafte Netzwerke wie Facebook, diese Netzwerkeffekte bieten, ja. Und es wäre besser, finde ich, wenn alternative Plattformen kommen, dass sie eben diese Offenheit haben, die diese geschlossenen Plattformen nicht haben. Ja. Aktuell muss ich sagen, nein, aber das ist auf jeden Fall das Ziel, wo wir hinwollen. Wir sind ein Social Startup, das heißt, wir haben jetzt einfach angefangen, wir machen das, und momentan sind es einzelne Lösungen. Wir haben aber eben auch schon mit den Organisationen gesprochen, und da ist auch der Wunsch, da einen Zusammenschluss zu finden. Und ja, die Entwicklung wird dorthin gehen, da wollen wir auf jeden Fall hin, dass das ein Netzwerk von
Das hatte ich auch so gesagt als Vision, als Netzwerk von Plattformen. Ja, hallo, ich kenne das Problem selber. Ich bin auch in einem Vorstand von einem gemeinnützigen Verein und wir kennen das auch, dass wir schwierig Leute finden und die sich bei uns engagieren. Aber meine Frage ist jetzt ganz konkret, wie könnt ihr mir garantieren, dass die Leute, die wir nicht kennen und die euch nicht kennen, trotzdem den Weg zu uns finden? Die werden wahrscheinlich irgendwie bei Google vielleicht was eintippen oder so und dann irgendwie... Also, das ist, dazu machen wir Workshops. Das würde den Rahmen hier sprengen. Das ist ein Tag oder zwei, wo wir da rangehen. Ansonsten in dem E-Book ist es auch beschrieben. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber du kannst es dir gerne durchlesen dort. Da findest du die Information. Ja, nur eine kurze Frage. Seid ihr Open Source eigentlich? Nein, aktuell nicht. Ich sehe es aber nicht als, als Grund, dass es nicht so werden wird. Also ich, wie gesagt, ich bin selber in dem Chaos Computer Club. Ich habe selber Open Source auch entwickelt. Aktuell ist es nicht. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir in die Richtung gehen. Wenn da konkrete Ideen sind, lass uns gerne sprechen. Gibt es sonst noch Fragen? Ich sehe niemanden. Dann möchte ich Ihnen danken, Herr Stäbner, Frau Krieger, für den interessanten Vortrag. Ja.